Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardon zu einem neuen Part. Tomodachi Live mit dem Zwerg im Flust. Der Glücksbrunnen, ja, da gehen wir sofort mal hin und holen uns die Spenden ab. Selbstverständlich doch, spenden alle mal für den Erhalt der Insel in dieses gläserne Sparschwein. Da sind 247,40 € zusammengekommen heute. Der Wahnsinn. Eine Woche lang habe ich jetzt nichts mehr aufgenommen. Wird Zeit. Ich bin wieder zurück. Ich war mal eine Woche verreist. Gestern Nachmittag, also wenn ihr das heute seht, gestern Nachmittag bin ich wieder zurückgekommen. Und nun nehme ich wieder Tomodachi Live auf. Ja, ich würde mal sagen, kommt heute mal ein neues Mii auf die Insel. Ihr wisst schon, welches es ist. Ist ja am Thumbnail zu sehen. Holen wir ihn auf die Insel. Die kommen auf die Insel. Lieber Drachenlord. Ja. In Miitopia haben wir ihn schon mal in eine Rolle gesteckt. Demnach wurde es auch irgendwie Zeit und es war ja irgendwie selbstverständlich, dass er dann auch in Tomodachi Live vorkommt. Und hier ist er, der liebe Rainer Winkler. Da haben wir ihn. Na, da steht er, der Peter. Da kann ich nachher bestimmt nochmal ein paar Sätze zu sagen, was ich von ihm halte, wie ich ihn so finde. Ich werde nicht so viel dazu sagen, das soll jetzt kein Meinungsvideo werden. Aber ja, wie ich es bisher an allen anderen Parts gemacht habe, wo YouTuber mit drin waren, sage ich immer so ein, zwei Sätze zu dem Charakter. Aber erstmal habe ich mich lang mit einem Reisenden unterhalten. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Das lasse ich einfach mal unkommentiert. Ja. Du hast dich mit einem Reisenden unterhalten. Schönes Kotelett hier mal zum Essen. Das macht auch den Rainer munter und zufrieden. Das schmeckt ihm sogar sehr gut. Filet vielleicht. Zur Abwechslung. Ja, passt noch rein. Aber schmeckt ihm nicht so wirklich. Noch was gefunden, was er anziehen könnte. Ja, gibt elegantere Sachen, schönere Sachen, aber gibt Sachen, die besser passen würden, aber ja, lass mal gelten. Oh, eine Butze für ihn. Ja, zugegeben, ein bisschen unfair ist das schon. Aber dieses Tomodachi Live, Mies sind sowieso an sich schon eine Parodie auf den Charakter. Und das Spiel ist auch ein Metal-Lied. Können wir gleich mal singen. Hat er bekommen. Also Drachenlord kann jetzt Metal. Kann jetzt auf der Bühne mit auftreten. Passt doch, Metal-Leute. Dann kann er mal ein bisschen mit singen. Kann er mal in einem Metal-Stück mal ein bisschen mitwirken. Honeyball, die ist hier und hat ein Problem, um das wir uns kümmern werden. Hallöchen. Ah, du hast Hunger. Dann wollen wir dir doch mal was geben. Echt viel habe ich noch da. Wie schaut's aus? Ja, das schien mir sogar geschmeckt zu haben. Ist doch alles gut. Ganz gleich Ballett. Haben wir ein paar Ballettschuhe gegeben.
Ma, die ist auch noch hier. Kommen wir mal zum Sie. Gleich bei mir, was ist da hier los? Hut wünscht sie sich als Hut. Ja, ein kleiner Haarclip passt doch auch sehr gut. Hervorragend. Hätten wir das. Ein Buch. Gehen wir mal auf die Insel, was es da so Neues zu entdecken gibt heute. Supermarkt, der hat was anzubieten. Ja. Saltimbocca Romana. Im Lebensmittelgeschäft. Joa. Und dann nehme ich mir doch ein paar mit. Das ist doch in Ordnung. Was haben wir hier noch? Nichts Neues. Okay. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Tomodachi Quest auf dem Vergnügungsmarkt. Naja. Die wollen wir doch auch mal ausprobieren. Das ist so ein kleines Pixel-Adventure im Spiel. Start. Okay, da haben wir Cold Mirror. Da haben wir Partme. Oder Leia. Ja, Leia ist das. Da haben wir Mini, wie es ausschaut. Und noch weniger das Cold Mirror. Das ist mal ihr Special ein. Special. Und daneben Leia Organa. Kämpfen. Zack, zack. Okay. Ich bin ein normaler Kämpfer ohne Waffe. Ich trete. Zack, zack. Kritischer Treffer. Oh. Und das ist Dener. Das ist dann mal sein Special ein. Nice. Besiegt. Erster Gegner besiegt. Und weiter geht's. Oh, unten im Dungeon. Im Dungeon. Da haben wir einen Kessel. Was soll Cold Mirror tun? Special. Schon wieder daneben. Was zum Magie. Und da verbrennt der Kessel. Tritt von Zwergi. Zack, zack, daneben. Ah, verdammt. Dena kämpft jetzt mal. Zack, zack. 89 Punkte Schaden. Kesselkraft an. Oh, ey. Cold Mirror wird geschaden. Geschadet. Reden kann er heute auch nicht, der Zwerg. Kämpfen. Zack, zack. Kritischer Treffer. Wow. Und tritt. Kabooms. Und Special. Daneben. Ah, Dena. Was machst du? Nun wurde geschadet. Cold Mirror. Special. Zack, zack. 176 Punkte Schaden. Leia Organa. 29 Punkte Schaden. Kessel ist entkommen. Was wurde nicht besiegt? Ist entkommen. Links oder rechts? Rechts. Könnte sein. Nein, eine Sackgasse. Was für ein Mist. Müssen wir nochmal gegen einen Gegner kämpfen. Ja, einen Gegner kämpfen. Schnitzel erscheint. Ein wildes Schnitzel. Kämpfen. Zack. Und Marie. Und 82 Punkte. Tritt. Zack, zack. Tritt das Schnitzel. Und Special. Jo, das haben wir gleich besiegt. Oh, mein Team sieht auch nicht mehr so stark aus. Zack, zack. Nice. Sieht sehr gut aus. Das schaffen wir doch. Zack, zack. Kritischer Treffer. Nice. Und weiter. Das ist der Endgegner, der Endboss. Am Ende des Dungeons. So, was haben wir denn hier? Habe ich gar nicht gelesen. Das scheint eine Nintendo-Konsole zu sein. Zack. Daneben. Mist. Leia Organa sitzt Magie ein. Hui, Virtual Boy. Okay. Tritt. Zertreten nur mal den Virtual Boy. Dena sitzt Special ein. So, hat keine MP-Punkte mehr. MP ist eine Doppelung. MP-Punkte. So. Magie. Komm, den kriegen wir hin. 186 Punkte Schaden. Wow. Den kriegen wir doch hin. Das war ein bisschen stärker, der Virtual Boy. Wahrscheinlich.
Aber komm schon. Gemeinsam schaffen wir das. So, Virtual Boy greift an. Ui, wir haben keinen Heiler und ziehen. So ein Mist. So, MP. Wird auch gleich 0 MP. Ach, wir haben alle 0 MP, weil wir keine Magier sind. Deshalb haben wir keine Magiepunkte. Ah, okay, schön, schön. Spuckt Feuer. Au, wei. Hat er auf einmal getroffen. Oh, Schande. So, Cold Mirror greift wieder an. Zack, 176 Punkte Schaden. Und noch einmal Feuer von Leia Organa. Und das kann sie in Zukunft nicht mehr einsetzen. Zwei schlägt zu. Zack, zack. 76 Punkte Schaden. Und den er mit seinem Special-Angriff daneben. Ah, verdammt. Feuer. Zack, 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 zack. Oh, das sieht schlecht aus. Für unser Team. Special Cold Mirror. Daneben. Ah. Magie kann sie nicht mehr kämpfen. Kritischer Treffer. Wow. Können wir es schaffen? Können wir den Virtual Boy hier besiegen? Kritischer Treffer. Und 74 Punkte Schaden. Und Dieners Special Angriff. Sehr viel Schaden. Feuer. Wird gespuckt. Au wei. Das Team hat noch wenige HP. Special Angriff. Das ist ziemlich zäh, das Ding. Ach man. Stimmt ja. Da war ja was. Schlag! Zack! 83 Punkte Schaden. Und Dena's Special. Und 64 Punkte Schaden. Und Feuer von Gegner. Auwei, auwei. Ja, das sieht knapp aus. Unser Team ist sehr geschwächt. Oh Gott, Noah greift trotzdem weiter an. Besiegt! Nels! Knapp war es aber. Wir haben es besiegt. Und dafür kriegen wir das gewonnen. Ein Virtual Boy haben wir gewonnen. Ah, okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Nice. Das ist es wert. Die Nachrichten mit Ray. Ist euch schon aufgefallen, dass alle T-Shirts mit dem Gesicht von Partner darauf tragen? Nee, so direkt noch nicht. Ich trage heute selbst ein Star Wars T-Shirt, aber Partner ist jetzt nicht drauf. Entwillen, sagte aber dann. Ich habe dieses Partner-Shirt mal jemandem zum Geburtstag geschenkt. Bevor ich mich versah, wollten plötzlich alle eins haben. Du schenkst jemandem ein T-Shirt zum Geburtstag mit deinem Gesicht drauf. Das ist ganz schön selbstverliebt. Und egoistisch. Nein, niemals. Ich bin Raichaku und das waren die Raichaku. Von Jakku heißen. Raichaku, das klingt ein bisschen chinesisch oder eher gesagt japanisch. Das könnte ein Mitarbeiter von Nintendo sein, der dieses Spiel entwickelt hat. Fotograf anwesend, lass dich von einem echten Profi-Fotografen ablichten. Wow, das haben wir noch nie gemacht. Mach mal. Viele neue Sachen. Oh, Zombie macht den Lichttyp. Lass mich den Moment einfangen, in dem deine. Kelly ist ein Fotograf, Profi-Fotograf. Ja. Reden kannst du nicht mehr. Hast du Lust, mein Model zu werden? Warnung, Geräusch des Auslösers ist dabei hörbar. Okay, mach mal. Danke, du wirst fantastisch auf den Bildern wirken. Das hoffe ich doch. Blinzel, blinzel. Oha! Also ich habe geblinzelt. Oha. Schau mich mal ein wenig von der Seite an. Mach ich. Absolut unglaublich. Okay. Das Geblitzdingens ist ein bisschen laut. So als wärest du gerade in Gedanken. Mhm. Perfekt. Gib mir einen traurigen Blick. Okay. Das Bild des Tages. Ja, sehr hübsch. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das war bestimmt das Bild, wo ich gelächelt habe. Auf jeden Fall. Los. Was hat der für uns? Eine Furchtmaske. Oh, da schrecken wir uns ja gerade davor, wenn wir die tragen.
Nee, wir hoffentlich nicht, aber das Gegenüber von uns. 88 Euro kostet diese Schreckensmaske, die Furchtmaske. Oh, ein Kroni. Ein Kroni gibt's zu kaufen. Für 1 Million Euro, aber da müssen wir wohl sparen. Krone für den Zwergenfürst. Nice. Hoffe ich sparen kann. So. Leute, das ist hier Blackie 2. Die Black Metal Farm Lisa, um die haben wir uns lange nicht mehr gekümmert. Die hat ein Problem. Kümmern wir uns um sie. Das heißt, ja, passt doch zum Part. Bitte mal meinen Bauch genauer an. Dein Bauch, okay, guck ich mal rein. Boah, da ist ja nichts drin. Wo willst du mich darauf hinweisen? Oh, ist heute schrecklich. Eine Woche nichts aufgenommen und schon kriege ich ja alles aus den Fugen. Mit einer kleinen Makrele füllen. Hey, lieber Krele. Hast du gleich was davon bekommen? So, ordentlich. Ranlord hier nicht der Einzige, der auf Metal steht. Da haben wir ihn. Der Drache. König Drache. König Drachenlord. Ja. Der Rainer ist jetzt auch auf der Insel. Der Drachenlord. Soll ich auch mal ein paar Sätze dazu sagen? Ein, zwei Sätze. Ja, gerade ist das ja nämlich wieder ziemlich am Hochbodeln, dieses Thema Drachen dort und so weiter. Ist ja mal wieder was passiert. So habe ich das jetzt nicht verfolgt, so genau, dass ich jetzt sagen könnte, was da jetzt passiert ist, aber da ist wohl irgendwas passiert, dass halt jetzt Leute wieder hingekommen sind zu ihm und jetzt blüht das Ganze wieder auf und ja, wer kennt die Geschichte nicht? Der liebe Rainer hat mal irgendwann mal, ich erzähl's jetzt mal, der hat mal irgendwie seine Adresse veröffentlicht und daraufhin sind ganz viele Leute zu seinem Haus gepilgert und tun das immer noch und belästigen ihn da Tag und Nacht und ja, der arme Typ, also ich meine, ist er irgendwie ein armer Typ, dadurch, dass er hier immer belästigt wird und sein Haus, seine Wohnung irgendwie zum Pilgerort wird und er nicht mehr richtig leben kann, aber andererseits irgendwie, er hat es ja irgendwie selbst verursacht, der hat ja selbst mal seine Adresse in die Kamera geschrien und dadurch ist er ja irgendwie ein bisschen selbst dran schuld und muss man irgendwie sagen, ja, gewisserweise selbst schuld. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht wirklich, ob ich den mitleiden soll. Einerseits finde ich sowas gar nicht gut, was man mit solchen Leuten macht, dass der Arme so gequält wird. Andererseits, ja, wie schon gesagt, man kann auch irgendwie sich ein bisschen vorsichtiger anstellen und da mal mit seinen Daten ein bisschen besser umgehen. Ja, was soll man so mal sagen? Baden gehen? Also gut, ich gehe dann mal baden. Ein bekanntes Lied aus Tomodachi Life singt er da. Ist zwar nicht Metal, aber in der Badewanne singt man doch das mal. Es schallt ein bisschen im Hintergrund. Ach ja, die Songs von Tomodachi Life sind schon irgendwie schön. Drachenlord hier ganz gute Klamotterie, einfach nur in Handtuch gehüllt. Das müssen wir mal ändern hier. Durfte er sich mal kurz umziehen. Da ist er wieder in voller Klamottenpracht.
Yui, die hat ein Problem. Na, kümmern wir uns nochmal schnell um sie. Liegt die auf dem Herzen. Herzen, sondern auf dem Magen. Ein Hechtfilet wird da auf jeden Fall helfen. Okay. Okay, das hat ja nicht so wirklich geschmeckt. Da kann ich ja nichts für. Denn halt nicht. Okay, okay. Ich würde mal so sagen, vom Gefühl her sind wir jetzt auf einer angemessenen Partylänge angelangt und können das Video an dieser Stelle beenden. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwang fast verpassen wollt. Habt's noch einen angenehmen, frostigen Tag. Haut rein. Man sieht sich in einem nächsten Video. Ciao, ciao.